Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war gerade in der Drogerie und ich musste sofort wieder zurückkommen, denn im Moment ist so ein bisschen Leerlauf in der Drogerie, aber dann findest du ganz vereinzelt, ganz versteckt ein paar Produkte, die super, super spannend aussehen. Und deswegen will ich mit euch heute über ein paar Drogerieneuheiten sprechen, die ich nirgendswo gesehen habe, die mir weder auf irgendwelchen Drogerie-Neuheiten, Instagram-Pages oder sonst was vorgeschlagen wurden, sondern ich habe wirklich, also ich war jetzt bestimmt 2 Stunden unterwegs und habe nicht so viele Produkte gefunden, aber dafür spannende. Und die werden wir heute testen. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich hoffe, es geht euch gut. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufheitern kann. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, weil ich sehr viel für die Base habe. Ich glaube, wir starten mit 2 verschiedenen Produkten, denn der Sommer ist noch nicht da, aber fast. Und Lichtschutzfaktor ist, Gott sei Dank, endlich ein Thema, was nach und nach in der Bevölkerung angekommen ist. Und das ist sehr, sehr wichtig und deswegen möchte ich das Ganze unterstützen mit Lichtschutzfaktor. Ich habe 2 verschiedene Produkte gekauft. Einmal von Sanozon. Das ist die Rossmann Eigenmarke für Lichtschutzfaktor. Die haben ein Sonnenfluid leider nur mit Lichtschutzfaktor 30 rausgebracht, mit Vitamin C und E in der Glow-Version. Vielleicht erinnert ihr euch, letztes Jahr gab es das Hyaluron-Sonnenfluid. Das war ja leider nur begrenzt. Das hat einen Lichtschutzfaktor 50 und ich habe es geliebt. Leider ist das bis jetzt zumindest noch nicht da. Das ist jetzt auch durch. Ich habe es aber immer noch aufgehoben, um die Verpackung mir zu merken. Das benutze ich nicht mehr. Jetzt gibt es das mit Lichtschutzfaktor 30. Finde ich so ein bisschen. Ich hätte mir gewünscht 50. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ich glaube, dass viele einfach Angst haben vor Lichtschutzfaktor 50, dass sie dann nicht mehr braun werden. Girls and Boys, benutzt Bronzer. Ihr müsst nicht braun werden. Das muss nicht sein. Das ist einfach nur super, super schädlich. Hier ist Vitamin C mit drin. Und da brauche ich eure Erfahrung von den ganzen Skincare-Mäusen. Vitamin C ist sehr, sehr lichtempfindlich und oxidiert sehr schnell am Tag oder im Alltag. Hier ist Vitamin C drin und Lichtschutzfaktor. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Ist das Vitamin C stabil genug, um mit dem Lichtschutzfaktor zu funktionieren? Da bin ich gespannt, weil üblicherweise trage ich Vitamin C am liebsten eigentlich abends auf, weil es halt super lichtempfindlich ist. Oder halt mit einem Lichtschutzfaktor am Tag, aber dann da drüber und nicht schon mit drin. Also vielleicht habt ihr davon eine Ahnung. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. Es war nicht so teuer. Lichtschutzfaktor 30. Ich bin heute den ganzen Tag nur drin. Sieht einmal so aus. Es ist gar nicht so dickflüssig wie gedacht. Es riecht nach Sonnenschutz. Und ich trage mir das jetzt einfach mal hier auf. Ich liebe diesen Sonnencremeduft. Ihr seht auch, wie viel ich jetzt auftrage. Das ist auch die Menge. Mindestens. Es war jetzt, normalerweise gehe ich immer 3 Finger lang, habe ich jetzt nicht gemacht, einfach weil ich es ja jetzt nur für hier drin teste. Aber es hat keinen weißlichen Film. Ich muss es nur noch ein bisschen einblenden. Riecht sehr, sehr gut. Ich bin gespannt. Ich bin sehr empfindlich, was Lichtschutzfaktor angeht. Die einzigen, die ich wirklich gut vertrage, sind die von L'Oreal Clinique Moisture Shirts 25 als Pflege so ein bisschen drunter. Oder hier Antelios. Habe ich auch kein Problem mit. Hier müsste ich mal schauen, aber die soll auch wasserfest sein und konform mit dem Hawaii-Riffgesetz sein. Also wenn ihr nach Hawaii reisen solltet, ist das okay. Okay, also es hinterlässt Tatsache direkten Glow im Vergleich, einen sehr, sehr schönen Glow. Der sieht nicht so glitzerig aus, sondern sehr reflektierend. Das mag ich ganz gerne. Auf der anderen Seite habe ich hier von Diadermin Laboratories eine Anti-Age-Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 30 plus. Prokollagen und Hyaluron. Ich habe noch nie etwas von Diadermin getestet. Hat mich das gereizt? Und ich suche gerade im Moment eine gute Pflege für den Alltag, die sehr reichhaltig ist, ne? Ich kann ja nicht immer nur meine Weleda-Creme benutzen. Die ist halt sehr, sehr speckig. Kommt in einem Glastiegel. Riecht auch nach Sonnencreme. Ich nehme jetzt erstmal nur ein bisschen. Aber das ist halt das Problem, ne? Deswegen bin ich hier, um es euch zu erklären. Das ist jetzt so die Menge, die ich als Tagescreme benutzen würde. Das ist niemals die ausreichende Menge an Lichtschutzfaktor. Ne? Lasst euch das gesagt sein. Also selbst wenn ihr eine Pflege schon mit Lichtschutzfaktor habt, es reicht nicht. Auch Make-up mit Lichtschutzfaktor, es reicht nicht. Dann kann man sich das Ganze auch schenken. Aber hier kann ich gut noch ein bisschen was nehmen. Die zieht sehr, sehr schnell weg, beziehungsweise lässt sich gut einblenden. Ist auch im Vergleich deutlich matter. Ne? Also hier sieht man schon diesen
Glowy, das ist schon fast wie so ein Film. Erinnert mich sehr, sehr stark vom Finish her an den Nabla Primer. Spannend. Okay, also die finde ich jetzt erstmal auch okay. Ich muss mal schauen, wie sie sich einzieht. Die fühlt sich sehr frisch an. Vielleicht habt ihr aber Erfahrung mit Diadermin. Habe ich Tatsache noch gar keine Erfahrung mitgemacht. Deswegen schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen. Die soll auch noch einen Lift und einen Glow-Faktor haben. Das ist jetzt ein zarter Glow, ne, im Vergleich hierzu. Bin ich gespannt. Okay. Freunde, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Es gab von Alverde, ihr kennt meine Meinung zu Naturkosmetik, aber ich bin gewillt, sie zu testen, ein Make-up mit Hyaluron-Hautton anpassend. Es gab von Alverde Bronzer Shimmer Shine mit Duft nach Pina Colada. Kleiner Zwischengruß aus dem Schnitt. Duft nach Pina Colada, das ist eine Sache, die sage ich oft, aber jetzt fällt es mir gerade noch mal ein dazu. Wenn du Naturkosmetik machst, dann lass doch diesen ganzen Quatsch mit diesem Duft weg. Mach doch, wie wäre es denn, eine gute Naturkosmetikmarke mit guten Inhaltsstoffen ohne diesen ganzen Duftschnickschnack, weil die meisten, die Naturkosmetik kaufen, sind halt sehr sensibel, was Duftstoffe angeht. Alles weglassen und gute Produkte. Aber das gilt für alle Naturkosmetikmarken. Jetzt nicht nur hier Alverde, Alterra, die da aus dem Video. Und da bin ich sehr gehypt drauf, von Art Deco, eine Body Glow Shimmer Cream. Packaging ist super, super schön. Ich muss dazu sagen, der Preis war heftig. Also ich glaube, das hat 18 gekostet. Den Bronzer, den ich mir gekauft habe, 25 €. Das ist schon fast High-End, ne? Ich dachte mir aber, ich habe ganz genau drauf geguckt. Letztes Jahr, vielleicht erinnert ihr euch, gab es von Art Deco so eine LAC Foundation in so einer Spraydose. Und die habe ich sehr, sehr gerne im Gesicht genutzt, weil es super schneckig. Da stand aber drauf, nicht im Gesicht nutzen. Ich habe extra geschaut, da steht hier nicht drauf. Deswegen habe ich große Hoffnung, dass ich gleich aussehen kann wie ein lackierter Donut. Vorher muss ich es aber einmal swatchen, um zu schauen, ob es Glitzer ist oder was das ist. Hier sind 50 Milliliter drin. Das ist ein bisschen mehr als eine Foundation. Ja, das ist ein Highlighter. Okay, den kann man. Riecht aber gut. Den kann man vielleicht in die Foundation mit einarbeiten. Wir probieren heute aus. Es wird heute sehr investigativ, um es vorsichtig auszudrücken. Alverde Make-up mit Hyaluron soll ein ebenmäßig frisches Hautbild erzeugen, ohne Maskeneffekt. Deckt leichte Rötung ab und kaschiert feine Linien und Fältchen und passt sich dem Hautton an. Dass das immer noch geschrieben wird, ne? Okay. Ich mag das Packaging ganz gerne. Es ist sehr, sehr einfach zu benutzen. Hier ist so ein Pumpspender drauf. Ich pumpe mal ein bisschen raus. So sieht das Ganze einmal aus. Könnte Tatsache meine Farbe sein. Und wir tragen uns jetzt das erstmal auf einer halben Seite ein. Ich bin gespannt, wie die Deckkraft ist. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Erwartungen dran, weil ich, wie gesagt, also mit Alverde und so, da bin ich immer ein bisschen auf Kriegsfuß. Das ist eine sehr, sehr leichte Deckkraft. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Es ist halt sehr, sehr frisch. Es ist schon fast wässrig. Eher wie so ein getöntes Serum. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte vor einer Weile mal ein. So ein Karotten-Retinol, irgendwas, Karotten-Ding mit Farbe, das war eine ganz große Katastrophe. Das habe ich nach einmal benutzen wirklich weggemacht, weil ich das nicht verstanden habe. Das ist jetzt vom Finish her sehr wässrig und es zersetzt sich. Come on. Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Das muss doch getestet werden. Es zersetzt sich, ganz wichtig, es zersetzt sich nicht nur im Gesicht, sondern auch schon an der Hand. Ich glaube, ihr könnt sehen. Das war ein Satz mit X. Ich habe es einmal kurz abgemacht. Also, ich sag lieber nichts. Gut. Dann probieren wir was anderes. Und zwar wollte ich jetzt dieses Body Shimmering Ding in eine Foundation mischen. Ich dachte, dass es wirklich eher wie so eine, ähnlich wie so ein Glowish-Produkt sein könnte. Ist es jetzt nicht. Deswegen nutzen wir das einfach mal in der Foundation. Und das kann eine gute Sache sein. Ich bin ja ein großer Fan von dieser Glowish Foundation. Ich liebe die wirklich sehr. Ich trage mir das jetzt hier mal nur ganz leicht mit rein in die Foundation und arbeite mir die Foundation mit rein und habe dann, ja geil, sofort so ein frisches Ergebnis. Ich wollte euch eh nochmal fragen, ob ich nochmal ein gesondertes Video zu der Glow-Problematik machen soll. Weil ich habe das Gefühl, dass viele Glow nicht verstehen, aber
Angst vor Glow haben und es gibt eine Möglichkeit, auch mit einer ölenden, fettenden Haut ein glowy Make-up zu haben. Wenn ihr wollt, mache ich dazu mal ein Video, weil ich glaube, dass das wirklich eine schöne Sache sein kann. Das gefällt mir jetzt sehr gut, weil es nicht zu übertrieben ist im Vergleich zu dem, was ich sonst habe. Also auf der Handfläche gefällt es mir sehr, sehr gut, weil es wirklich ein sehr zarter Schimmer drin ist. Ich mag solche Sachen ganz gerne, wirklich. Mein Körper ist... Fakten auf dem Tisch. Ich bin ein sizilianischer Landjunge. Sagen wir es so. Das funktioniert mit vielen Haaren am Körper natürlich nicht. Ich kann mir das aber gut vorstellen, falls ihr nicht so viele Haare auf der Brust oder auf dem Dekolleté habt wie ich, dass man das da schön auftragen kann. Auf den Arm, auf den Beinen, wo auch immer ihr wollt. Mag ich ganz gerne. In der Foundation gefällt es mir sehr gut. Ich glaube, dass man das auch in eine sehr matte Foundation gut packen kann. Einfach um so einen schönen Schimmereffekt mit drin zu haben. Weil der jetzt nicht viel Farbe hat, sondern wirklich nur recht viel güldenen Schimmer. Okay, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir haben hier noch das hier. Bronzer Summer Shine. Alverde. Please. Sorgt mit Bio-Kokos-Extrakt, Fairtrade Bio-Ananas-Extrakt und Bio-Aloe-Vera-Saft für ein Teint wie von der Sonne geküsst. Anwendung mit den Fingern, einem angefeuchteten Schwamm oder Pinsel verblenden. Vegan. Kommt in so einer sehr, sehr kleinen Pipette. Das ist, no way. Es riecht genial. Aber das ist ein Highlighter. Also, wenn ihr sehr dunkel seid, ich habe einen schönen Highlighter für euch gefunden. Probier es jetzt mal. Ich gehe jetzt damit nur mit dem Schwamm hier ganz leicht rüber. Das erinnert mich so ein bisschen an, es gab mal von Rival Loves Me oder Rival de Loop so ein Bronzer. Der war sehr, sehr glitzernd, aber in der LE als Puder. Auf der Hand. Ja, wobei, warte mal. Nicht gleich hier wieder meckern, Maxim. Es trocknet sehr, sehr schnell runter. Weiß ich jetzt nicht. Also, glaube, ich bin nicht die richtige Zielgruppe dafür. Wobei man auch das mit Sicherheit gut in eine Foundation mit reinmischen kann. Ist jetzt überflüssig im Vergleich zu dem von Art Deco. Da hast du halt deutlich mehr drin. Ne? Hier sind es 10-mal so viel drin wie... Nicht ganz. Es ist 4-mal so viel drin wie hier in dem Alverde-Ding. Ist okay. Ich hätte es mir deutlich rötlicher vorgestellt. Es trocknet sehr, sehr schnell runter. Also man muss schon schnell sein. Oder man nutzt das wirklich als Mixing Medium. Ich mache mal kurz meine Base ein bisschen fertig, weil ich sehe so aus wie das, was ich gerade getan habe, nämlich wie so ein kleines Versuchsmäuschen. Bevor wir weitermachen, es gab nicht in der Drogerie, aber bei Purish, das wollte ich euch noch einmal zeigen, da bin ich sehr gespannt drauf gewesen, weil ich habe das bei so, so vielen gesehen, dass sie das benutzt haben und das sah immer toll aus. Nabla hat diese Beyond Jelly Sheer Supple Lipsticks rausgebracht in sehr, 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 sehr vielen Farben. In, ich glaube, 5. Ich finde Libido eine sehr, sehr schöne Farbe. Das sind Lippenstifte, so ein bisschen in die Gel-Richtung auf Wasserbasis. Sehen aber sehr pigmentiert aus. Oh, wow. Sekunde. Oh ja, nice. Das ist ein sehr schimmernder Ton, aber gut pigmentiert. Oh, Sekunde. Ihr wisst, was passiert. Ich liebe glossige Lippenprodukte auf meinen Wangen, weil das der Haut immer so ein bisschen Feuchtigkeit gibt. Deswegen benutze ich die jetzt einfach mal. Also es gibt die in vielen, vielen Farben. Von schönen, frischen Farben für den Frühling bis hin zu etwas dunkleren Farben oder nudigen Tönen. Ich habe einen Code bekommen, damit könnt ihr ein bisschen was drauf sparen. Ansonsten wollte ich euch das ja auch gleich nochmal zeigen. Das ist die Mystery Box von Kati. Da ist mein Pinsel mit dabei. Sehr, sehr schön als Blush. Sehr schön. Lässt sich sehr gut ausblenden. Ich zeige euch nochmal eine andere Farbe. Sublime. Geht so ein bisschen in die nudigere Richtung. Ich mag die Textur gerne. Oh, die fühlen sich sehr, 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 sehr schwer an. Also das ist gefühlt Luxus-Make-up. Und die sind nicht so teuer mit dem Code, sowieso nicht. Nicht so teuer, bitte. Im Vergleich zu anderen Luxus-Make-up-Produkten, beispielsweise Hermes, Gucci, you name it, fühlt sich das sehr, sehr hochwertig an. Ich wollte nochmal eine poppige Farbe testen, Red Sapphire. Aber der ist halt dadurch so ein bisschen reduzierter, dadurch, dass die Farbe so reduziert ist. Sehr, 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 sehr schöne Textur. In der Mystery Box von Kati ist auch schon davon einer drin. Also ich habe zwei verschiedene Codes, alles kein Affiliate-Code. Einmal
Codes für Nabla. Und dann habe ich noch, oder haben alle einen gemeinsamen Code für die Mystery Box von Kati. Ich verlinke euch die Seite mal, da ist auch schon so einer drin. Wir haben noch was von Catrice, wir haben einen Lip Liner von LH Cosmetics. Wir haben sogar Danessa Myricks mit drin. Ich verlinke euch das mal unten, eine sehr, sehr schöne Auswahl. Und da kann man gut mit sparen und mein Pinsel ist mit drin. Also wenn ihr meinen großen Puderpinsel nochmal haben wollt, there you go. Okay, also diese Beyond Jelly Dinger, phänomenal auf der Haut. Sieht super, super schön aus. Ich fixiere mal mein Make-up und dann sehen wir uns gleich wieder. Also sieht das Ganze gleich schon ein bisschen besser aus. Ich gehe jetzt nochmal hier mit diesem Jelly rüber. Mache ich ganz gerne auf Wasser, mit wasserbasierten Produkten. Einfach dann nochmal so ein bisschen rübergehen für so ein bisschen Bewegung. Ja, noch einmal durch die Augenbrauen. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen, also von dem Alverde-Ding sowieso maßlos enttäuscht, habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht oder mit nichts anderem gerechnet. Was mir, ne, jetzt seht ihr das hier auch auf meiner Stirn. Ich habe ja Gott sei Dank genug Platz noch. Ja, ist es so ein bisschen fleckig geworden. Also in die Foundation reinmischen, maybe. Auf die Foundation rauf. Ich glaube, das ist mir nichts. Das ist mir zu aufwendig. Dann nehme ich wirklich lieber das. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt seht ihr auch, ne, das ist jetzt nicht so übertrieben glowy, sondern es hat nur so einen leichten Glow. Und im Laufe des Tages wird der Glow dann auch noch so ein bisschen durchkommen. Ich sehe ein bisschen aus wie Schneewittchen heute, muss ich sagen. Die andere Uferversion von einer Privatschule. Okay. Und doch, wir haben noch was. Stopp, 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 stopp. Art Deco. Ich liebe Art Deco. Das ist wirklich. Ich habe mich sehr gefreut, dass Art Deco in die Drogerie gekommen ist, weil Art Deco wirklich geniale Produkte hat. Tolles Unternehmen hier aus Deutschland. Die Texturen sind sehr, sehr toll. Die Familiengeschichte mag ich sehr, sehr gerne. Und sie sind halt jetzt einfach. Ich finde, sie haben es geschafft aus diesem. Art Deco war schon immer da und stand schon immer an derselben Stelle im Douglas zu. Sie haben spannende Produkte. Können wir bitte einmal kurz über diese Verpackung reden? Wunder, wunderschön. Das ist der All Seasons Bronzing Powder mit Four Seasons. Hat drei verschiedene Ebenen mit drin. Einen etwas helleren, einen dunkleren und einen schimmernden Ton, den man natürlich dann auch so ein bisschen punktuell als Highlighter nutzen kann. Wir starten erstmal hier mit dem Highlighter. So ein bisschen güldener. Funktioniert einzeln sehr, sehr gut. Ich sehe wirklich aus wie Schneewittchen. Und jetzt wird's bronzy und glowy. Das Ding war schweinemäßig teuer. Also das ist schon, da musste ich kurz, ich stand wirklich davor und dachte mir, boah, das ist viel Geld für die Drogerie. Aber nun gut, wir probieren ihn aus. Ich gehe hier einmal rein und probiere so ein bisschen diesen Schimmer auszusparen und arbeite es mir erst in die Hand und dann fange ich an zu tupfen. Da ich sehr, sehr blass jetzt aussehe, kann ich gut mal ein bisschen mehr gebrauchen. Geh mal mit dem dunkleren. Die haben alle so ein bisschen Schimmer mit drin. Ne? Also du kannst eher ein bisschen mehr unten, eher ein bisschen mehr oben oder du machst es so wie ich und gehst hier überall mit rein. Er ist recht warm, aber es ist auch ein Bronzer, es ist kein Contouring-Produkt. Schöne Textur, lässt sich sehr, sehr ebenmäßig verblenden, ohne fleckig zu werden. Meine Base war ja nicht so richtig fixiert. Mir fällt es ein bisschen schwer, den Preis zu rechtfertigen. Obwohl ich weiß, wie es gemacht wird und dass es eine ganz, ganz, ganz tolle Qualität ist. Ich finde den Preis ein bisschen viel, aber das ist halt auch so ein Ding, das kaufst du dir einmal und hast dann wirklich mehrere Jahre was von. Und es ist sehr, 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 sehr hübsch. Es fühlt sich hochwertig an. Es ist hier Metall, es ist kein Plastik. Das ist Plastik, das hier vorne ist Metall. Es sieht hübsch aus, es hat ein schönes Pressing drin. Und du kaufst ja eigentlich nicht nur das Produkt, sondern du kaufst ja auch so ein bisschen den Vibe. Und der ist definitiv da. Ansonsten noch mal ein bisschen Eigenwerbung. Mein Pinselset ist für euch unten verlinkt. Ich nehme das jetzt und setze mir das auch in die Lidfalte. Weil ihr kennt mich ja, ich bin ja ein großer Freund davon, mit Bronzer eigentlich gefühlt mein gesamtes Make-up zu machen. Und das funktioniert hiermit gut, weil du wirklich einen helleren Ton zum Ausblenden hast. Einfach so locker in die Augenbraue rein. Dann gehst du in den dunkleren, setzt du den ein bisschen tiefer, hast also auch einen schönen. Einen schönen schattierten Look und dann gehst du in den Schimmer, setzt den hier rauf und siehst aus wie frisch aus dem Urlaub. Ich muss sagen, ich liebe den Vibe. Ich sehe bronzy aus, ich sehe glowy aus, aber nicht so speckig. Ich liebe den Lippenstift. Das ist, also du hast nicht dieses Gefühl von Lip Gloss, aber dieses Finish. Eine sehr, sehr tolle Textur, tolle Farben. Als Blush wunder, wunderschön. Kann ich euch also wirklich wärmstens empfehlen. Sehen nicht nur toll aus, fühlen sich toll an
und sehen auch toll aus. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Da war ja jetzt wirklich vieles First Impression mit dabei. Das Gesamtergebnis für mich ist aber fein. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Bronzer, top. Lippenstifte, genial. Was sagt ihr, Freunde? Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr ein neues Produkt gefunden, was euch gefällt. Ich verlinke euch alles, schreibt euch alle Informationen unten in die Infobox. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart zu einer sehr verrückten Runde. Das war heute wild. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.